Hallöchen, meine zombieverseuchten Freunde, und herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Code Veronica. Und das X lasse ich wie immer weg an dieser Stelle. Wir befinden uns hier nach der letzten glorreichen Folge, vielen Dank übrigens fürs Bewerten, hier in diesem schönen Safe Room, wo wir gerade den Strom wieder aktiviert haben und haben das als Inventar so dabei. Wir können jetzt mit Hilfe des Stroms tatsächlich dort weitergehen, wo wir gerade eben noch nicht in die Tür kamen. Aber ich habe erstmal noch eine andere Sache vor. Und tatsächlich habe ich mir eine Waffe verbaut. Also sprich, ich habe mir die Möglichkeit, eine bestimmte Waffe zu bekommen. Die habe ich mir verbaut. Ja. Und das ist wirklich sehr ärgerlich, Leute. Denn wir werden die Magnum nicht bekommen. Und das ist wirklich, wirklich blöd. Denn ich habe damals in der Trainingsanlage mit Claire den Feuerlöscher vergessen wieder mitzunehmen. Und dadurch können wir an einer Stelle jetzt im Spiel, die zeige ich euch dann gleich, leider Gottes den Feuerlöscher nicht wieder auffüllen, sodass wir nicht ein Feuer löschen können, wo sich dann dahinter die Magnum befindet. Das ist wirklich mehr als ärgerlich. Das fiel mir so im Nachgang jetzt auf, dass das wirklich sehr, sehr blöd gelaufen ist. So, wir könnten jetzt hier schon rein, mache ich aber mal noch nicht, weil ich erst noch etwas anderes vorhabe. Und deshalb gehen wir jetzt zurück wieder dort, wo wir den Strom eingeschalten haben. Legen erstmal dieses... Ja, könnt euch ja sicherlich noch an das Rätsel erinnern mit den... mit der Ameise und mit der Libelle. Ah, ich sag mal, das hier ist immer noch sehr, sehr ähnlich. Wir haben einen Libellenflügel mit einem roten, ich sag mal, Edelstein gefunden. Den legen wir jetzt erstmal ab. Den brauchen wir nämlich gerade noch nicht. Und auch das grüne Kraut können wir ablegen. Auch das brauchen wir zum aktuellen Zeitpunkt zumindest noch nicht. So, grünes Kraut ab nach unten. Jawohl. So. Und dann geht's hier direkt weiter, Leute. Hier geht es weiter oder nicht. Es ist wunderschön. Oder eben nicht. Haha, Leute, schaut mal. Für all diejenigen, die Resident Evil schon ein wenig mehr kennen, die wissen jetzt, das ist ein Nachbau der Spencer Mansion, also des Spencer Anwesen. Genau dieser, also hier dahinter war im allerersten Resident Evil 1 die Haupthalle. Komme ich nicht rein, brauche ich einen Schlüssel mit Biohazard-Zeichen. Aber diese Figur mit dieser großbusigen, nackten Frau hier, auch die stand schon in Resident Evil 1 da. Und auch das ist sehr, sehr korrekt gestaltet, sage ich mal. Also total cool, dass man hier diesen Raum so finden kann. Es war ja am Anfang des Spieles, gab es ja schon ein Schriftstück, wo geschrieben wurde, dass man die Spencer Mansion, also das Spencer Anwesen, nachgebaut hat. Und das findet man jetzt hier wieder. Ihr werdet auch später noch einen ganzen Abteil sehen, der nachgebaut wurde. Also ich kann euch schon mal jetzt spoilern, wir werden definitiv in die große Halle kommen. Ach, und übrigens, schaut mal auf den Fußboden. Hier gibt es schon... Also hier gibt die Bodenplatte schon nach. Da sind schon Risse, die sich in der Fliese gebildet haben. Dort einfach schön die Statue draufschieben und dann findet man hier nämlich die Terminalkarte. Und die nehmen wir sehr, sehr gerne mit. Da wissen wir nämlich zumindest mal, wo es lang geht. Und auch diesen Raum hier gab es so ähnlich im Original. Da gibt es jetzt hier erstmal Edelsteine. Die nehmen wir auch erstmal mit. Wenn wir nämlich ein Juwel rausnehmen, dann befindet sich dahinter, befindet sich dahinter nämlich der Aufsatz, den wir in das Ventilrad einsetzen können, damit wir endlich auch, als ob es jemand geahnt hätte, dass wir das brauchen werden, damit wir endlich wieder den Achteck
Ventilkopf haben und so, beziehungsweise den Vierecksventilkopf, um so in dem einen Raum wieder den Heber zu heben. Das würde ich nur mitteilen. Ich könnte jetzt auch noch das rote Juwel rausnehmen, brauche ich allerdings wahrscheinlich nicht, denn ich habe ja leider Gottes den Feuerlöscher eh nicht mitgenommen. Das heißt, das bringt uns alles nichts, denn ich kann damit dann leider nichts anfangen. Was wir dann dort dahinter kriegen würden. Dahinter befindet sich dann einfach noch Magnum-Munition, die mir aber wie gesagt nichts bringt, aufgrund dessen, dass ich leider Gottes die Magnum nicht finden werde, beziehungsweise die nicht aufnehmen kann, dadurch, dass wir den Feuerlöscher nicht mitgenommen haben. Schande über mein Haupt tatsächlich. Das ist wirklich, wirklich sehr ärgerlich. Ich kann aber auch nicht mehr zurück. Ich habe alles überspeichert. Ich könnte nicht mal, wenn ich wollte, könnte ich nochmal alles nachspielen. Es würde einfach nicht funktionieren. Und ganz ehrlich, ich wüsste auch nicht, ob ich Bock hätte, nochmal ganz von vorne die Anlage mit Claire ein erstes Mal zu machen. Oh, oh. Irgendwo hier ist er. Na komm. Na komm, Hunterlein. Da ist er. Oh, oh. Oh, oh. Alter, ist der schnell. Okay, wir haben ihn. Knappe Kiste, aber hat irgendwie funktioniert. So, wir müssen hier rein. Wir müssen hier hinein, denn hier können wir das Ventilgriff benutzen. Und hier kann ich euch mal zeigen, wo man den... Also hier gibt es einen Knopf, den ich werde ihn einfach mal betätigen, damit ihr das mal seht. Damit können wir dieses Fass können wir nach oben holen. Und da ist tatsächlich Feuerlösch mit der drinne. Damit kann der Feuerlöscher gefüllt werden. Ja. Der liegt irgendwo auf der Insel. Nicht hier. Und dort werden wir auch nicht rankommen. Haben wir keine Möglichkeit. Aber hier kann ich den Ventilgriff einsetzen. Was? Hä? Stand ich nicht richtig davor? Okay, ich dachte schon. Ich habe schon gedacht. Ich war schon der Annahme, dass ich einen Fehler gemacht habe. So, dann lassen wir mal das Wasser ab, ne? Begeben uns mal nach unten. Denn hier gibt es ja diesen netten Schlüssel. Kranschlüssel nehmen. Uiuiuiui. Alter. Huh. Das war einer von den Gifthuntern. Ja, aber wir haben es Gott sei Dank ziemlich schnell gelöst, das Ganze. Huh. Ventilgriff kann ich jetzt auch nicht mehr verwenden. Den brauchen wir jetzt auch nicht weiter. Wo konnte ich denn einen Kran... Ah, ich weiß wo. Ich weiß wo, Freunde. Okay, den Hunter haben wir. Jetzt die Frage. Den Kranschlüssel könnten wir jetzt einsetzen. Nichts Auffälliges. Ja, und hier ging es runter. Ich zeige euch das mal ganz kurz, damit ihr das mal seht. Wenn wir hier den Feuerlöscher dabei hätten und hier das Feuerlösch mit der wieder aufgefüllt hätten, könnten wir runterfahren, dann wären wir jetzt hier wieder in der Anlage, wo wir hier das Feuer löschen könnten. Und da dahinter befindet sich die Magnum, an die wir niemals rankommen werden. Aufgrund dessen, dass ich leider Gottes den Feuerlöscher nicht mit habe. Erzähle ich jetzt zum 12. Mal, ist aber wirklich sehr, sehr ärgerlich, weil mit der Magnum wäre auf jeden Fall der Bosskampf etc. später, sagen wir mal so, deutlich einfacher geworden, ne? Deutlich, deutlich einfacher. Aber wir können es nun mal nicht ändern. Es ist, wie es ist. Wir werden es überleben. Wir werden jetzt erstmal... Oh, jetzt sind da wieder die Wachen von Wesker. Die kleinen Roboter, die uns wieder verfolgen. Oh, und das Spinnlein, ey. Oh Gott, ich hasse dieses Spinnlein. So, einmal den Kranschlüssel benutzen. Damit machen wir jetzt, glaube ich, wieder das Eis kaputt. Wir müssen es aber, denn an dem Kran hängt Nosferatu. Oh, hi Alexia. Alexia. That is how I dispose of insignificant bugs. Said the spider to the fly. How do you wish to die? Bitte kurz und schmerzlos. Oh, Alter. Alter, alle Arachnophobiker da draußen, bitte wegsehen. Boah, Alter, mir zieht sich jetzt schon alles zusammen.
Oh Gott, ist das eklig. Oh Gott, ist das eklig. Oh, guckt euch mal die ihren... die ihren hinten, den Panzer da hinten. Oh, ist das eklig. Ist das widerwärtig. Okay, wir haben sie schon mal runtergeholt. Das ist schön. Okay. Jawohl. Schön da drauf hämmern. Oh nein. Oh nein, ich hab... Oh nö. Ich bin schon auf Achtung. Dann die Schrottflinte auspacken. Jawohl. Komm, hol die runter da, das Miststück. Wir haben genug Schrotflinten. Oh, das war's schon. Oh, das war's schon. Okay, das war jetzt doch einfacher, als ich vermutet hätte. Okay. Danke, Spinnchen. So, Nosferatu ist ja sowieso schon erledigt. Und hier haben wir den grünen Ohrring, wo ich damals schon erwähnt habe, dass dieser noch sehr wichtig werden wird. Da haben wir ihn. Und den brauchen wir. Aber zu Nosferatu sagt er nichts mehr, ne? Okay. Alexia ist wieder weg. Wir haben den grünen Ohrring. Mehr brauchen wir hier auch nicht. Und wir können jetzt nochmal an eine andere Stelle. Ich werde mich, glaube ich, einfach mal heilen. Weil wir sind sowieso schon auf Achtung. Kann ich den grünen Ohrring noch irgendwie prüfen? Gibt es da noch irgendwas zu machen? Ein Ohrring. Grün. Juwel kann vermutlich herausgenommen werden. Oder mache ich das einfach mal. Ein grünes Juwel. Sehr gut. Alles klar, dann haben wir das grüne Juwel. Und dann können wir jetzt... jetzt können wir... Kann ich eigentlich den Strom aus... Nee, kann ich nicht. Wir können jetzt wieder zurück in den Raum, wo die Schutzanzüge hingen. Also wo ich gesagt habe, das ist Resident Evil 1 nachempfunden. Da machen wir uns jetzt erstmal direkt hin. So, da sind wir wieder da, wo ich gesagt habe, hier wurde Resident Evil 1 nachgebaut. Was ja auch so ist, die Spencer-Anwesen wurde ja nachgebaut. Und hier haben wir noch eine Tür, in die können wir noch rein. Und das machen wir doch auch. Mal sehen, was uns hier erwarten wird. Erstmal Kontaminierung, Alter. Immer dieses Deo-Spray direkt in die Nase. Damit sind die Atemwege gleich wieder zu. Ganz viele kleine Motten. Alter, das sieht aus wie so ein riesiger... Alter, das sieht aus, als ob jemand eine riesige Wurst abgeseiert hätte. Also sorry für die vulgäre Aussprache. Aber Alter, so sieht das ja wirklich aus. Okay, was gibt's denn hier zu holen? Oh, oh. Hier ist auf jeden Fall eine Menge Blut, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben noch einen weiteren Libellenflügel. Da ist eine Menge Blut. Ich guck mal noch erst auf die andere Seite. Alter, das greift mich. Auf jeden Fall tun die einem weh. Hier ist noch ein Kraut. Nehme ich mit. Nehme ich lieber mal mit. Da können wir gleich dann nochmal kombinieren. Und ich gehe erstmal hier rein. Erstmal links die Tür. Wo bin ich denn jetzt? Alter, Alter, Alter. Bitte, Zombie. Beruhigen Sie sich. Alter, Alter, Zombies. Ich habe nicht gedacht, dass ich euch nochmal wiedersehe. Euch einfachen Narren. Einfache Zombie-Narren. Okay, die beiden hat's zerscheppert. Das ist ja schon mal sehr, sehr gut. Okay, was haben wir hier? Forschungsbericht über Ameisenkönigin. Nachdem ich in den Genen einer Ameisenkönigin auf die Überreste eines uralten Virus gestoßen bin, habe ich meine Forschung auf Ameisen konzentriert. Das Ökosystem der Ameisen erscheint mir einfach ideal. Es gibt nur eine Königin in jedem Ameisenhaufen und alle Soldaten und Arbeiterameisen sind Sklaven der Königin, der sie ihr ganzes Leben widmen. Der Tod der Königin ist zugleich der Untergang des Ameisenhaufens. Arbeiter und Krieger hingegen sind leicht zu ersetzen, solange die Königin am Leben bleibt. Das spiegelt exakt die Beziehung zwischen mir und dem ignoranten Rest der Menschheit wider. Ich habe den idealen Virus erschaffen, indem ich einfach die Gene der Ameisenkönigin in den Muttervirus injiziert, den Spencer gefunden hat.
Ich habe meinen ansonsten nutzlosen Vater als Testobjekt genutzt. Doch, wie ich schon vermutet hatte, bewirkte der Virus eine schnelle Veränderung in seinen Zellen, wodurch sein Gehirn und sein Körpergewebe völlig zerstört wurde. Dabei entstand in seinem Körper ein spezielles Giftgas, gegen die blauen Kräuter völlig wirkungslos waren. Da habe ich für Notfälle ein Gegenmittel gemischt und es im Chemiewaffenlager auf Ebene B2 gelagert. Ich habe beschlossen, diesem Virus mit seinem unvorstellbaren Potenzial den Namen T-Veronica-Virus zu geben. Sobald ich noch herausgefunden habe, wie ich die Macht dieses wunderbaren Virus benutzen kann, ist meine Forschung endgültig abgeschlossen. Alexia Ashford. Den Virus übrigens hat sie sich dann selbst injiziert. Also Alexia ist auch nicht einfach so ein normales Wesen. Deshalb ist ja auch der gute Albert Wesker da, um sie quasi zu... Naja, wie... Alter. Hilfe. Deshalb ist ja auch der gute Albert Wesker hier, um sie quasi für seinen neuen Arbeitgeber zu gefangen zu nehmen, zu besorgen, whatever, wie man es nennen mag. Könnt ihr euch aussuchen, Leute. Nachladen. Alter, hier sind tatsächlich noch einige Zombies. Hätte ich gar nicht mal gedacht. Und vor allem schlucken die auch unfassbar viel. So, hier sind noch weitere Kräuter. Wir müssen gleich mal kombinieren, weil ansonsten haben wir hier keinen Platz mehr. Wow, kriegt man hier viel Leben. Unfassbar. Okay, dann mal kombinieren. Und die beiden können wir auch mal kombinieren. So. Und damit haben wir sehr, sehr viel Heilung dabei. So, dunkler Raum. Eine Computeranlage. Vermutlich war sie mit dem Hauptcomputer verbunden. Es ist hier sehr, sehr dunkel. Dort ist noch Munition. Pistolenpatronen nehmen wir mit. Oh, noch mehr Pistolenpatronen. Nice, okay. Sonst noch irgendwas hier? Ist zu dunkel, um irgendwas zu erkennen. Die Ameisenkönigin ist tot. Der Ameisenhügel wirkt ausgestorben. Da drin ist also die Ameisenkönigin. Okay, irgendwie muss ich hier wahrscheinlich das Licht wieder einschalten, nehme ich ganz stark an. Hier muss ich auf jeden Fall nochmal zurückkommen, nehme ich ganz stark an. Okay. Na gut, nun denn. Dann können wir uns auf die andere Seite begeben. Und ich nehme an, wenn das da drinnen die Ameisenkönigin war, dann ist das wahrscheinlich hier das Ameisennest, oder? Was wir irgendwie wahrscheinlich... Alter. Inwiefern tun die mir weh, dass ich irgendwann auf Achtung oder so bin? Okay, machen wir uns erstmal hier rein. Oh oh. Hallo? Ach, hier hat sich doch der gute Alfred hin verkrochen. Deshalb auch hier überall das Blut. Weil Alfred war doch hier. Der hier war seine Schwester eingeschlossen. Virus Forschungsbericht. Die Arbeit am T-Veronica-Virus, den ich der Ameisenkönigin entnommen habe, geht weiter. Je mehr ich ihn erforsche, desto beeindruckender bin ich von seinen Möglichkeiten. Ich habe mir den Virus endlich selbst injiziert und herausgefunden, wie ich seine Macht benutzen kann. Ich werde den Fehler vermeiden, den ich bei meinem Vater gemacht habe. Ich werde die Aktivität des Virus durch extrem niedrige Temperaturen verlangsamen, sodass meine Zellen sich ganz langsam verändern. Meine Berechnung zufolge wird es 15 Jahre dauern, bis mein Körper resistent wird und in der Lage ist, mit dem Virus zu koexistieren. Bis dahin habe ich keine andere Wahl, als mich ganz auf die Kapsel zu verlassen, in der ich mich befinden werde, sowie auf diese unfähige, aber loyale Kriegerameise von meinem Bruder. Ach du Schande. Für uneingeschränkte Macht muss ich eben auch ein Risiko eingehen. Wenn ich erwache, werde ich die Königin sein und meine Kinder werden den T-Veronica-Virus in die ganze Welt tragen. Jedes einzelne Wesen auf der Erde wird nur noch existieren, um mit mir zu dienen. Dann endlich wird die ganze Welt das perfekte Ökosystem erreicht haben, genau wie ein normaler Ameisenhügel, nur in wesentlich größerem Maßstab. Alexia Ashford. Also Leute, die möchte über diese kleinen Viecher, die da draußen auf diesen Ameisenhaufen hängen, möchte sie wahrscheinlich den kompletten T-Veronica-Virus übertragen. Wo ist denn ihr Bruder hin, wenn ich fragen darf? Also, hier steht etwas geschrieben. Als Zwillinge sind Alexia und ich wie zwei Seiten einer Münze. Licht und Schatten.
Unter dem Namen Alexia ist ein Muster. Ah, okay. Ja. Ich verstehe. Da sind Tasten mit Zeichen drauf. Die Tasten drücken. Ah, okay, das Rätsel. Ja, Leute, das widmen wir uns in der nächsten Folge. Dafür wäre dieser Würfel jetzt gut, aber ich habe es ja so weit im Kopf. Von daher alles kein Problem. Wir widmen uns dem Rätsel in der nächsten Folge. Wir machen hier an der Stelle einen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefallen hat, dann wie immer den Daumen in der nördlichsten aller nördlichen Richtung dalassen. Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen und beim nächsten Mal wieder einschalten. Bleibt bis dahin schön gesund, macht's gut und haut rein. Ciao, ciao.